Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer 4Hies80 mit meinem weiteren Filmtagebuch-Video für euch und der Kalenderwoche Nummer 10. Wahnsinn, wir haben jetzt schon den März, ja, es geht raus in den Frühling, Gott sei Dank. Aber trotz alledem werden wir mit unseren Filmen geguckt, diese Woche aber nicht so extrem wie sonst die Wochen davor. Denn ich hatte mal eine Frühdienstwoche. Und am 1. März habe ich ja noch zum Schluss noch Vice, der zweite Mann, angeguckt. Und natürlich auch noch das Video drehen müssen. Und ich hatte am Montag F4, also Frühdienst, musste um 7:30 anfangen. Und war trotzdem bis um 2:30 mehr wach, um das Video zu schneiden. Und von daher war es dann wirklich schon heftig, dann da noch fit zu bleiben für einen weiteren langen Film. Aber trotz alledem, am 2. März war noch kurz beim Mediamarkt und haben wir einen Film mitgenommen. Und zwar 13 Days mit Kevin Costner und Bruce Greenwood. Dieser Film geht um die Kuba-Krise. Der Film ist aus dem Jahr 2000 und muss echt sagen, ich habe diesen Film damals wirklich so oft angeguckt. Ich fand ihn so überragend. Der Film geht auch 146 Minuten und haben mir aber dann nach meinem Film so eine Koffeinlippe wieder reingeschmissen. Und daraufhin konnte ich auch diesen Film auch durchhalten, noch nach meiner Frühdienst. Den Film finde ich einfach überragend. Ich liebe diesen Film. Wirklich, war wirklich schon lange Zeit nicht mehr gesehen. Aber auch meine Frau fand diesen Film extrem gut. Und dieser Film bekommt von mir sage und schreibe 9 von 10 Punkten. War meine 6. oder 7. Sichtung sogar schon, wo ich den schon gesehen habe. Also wirklich damals oft gesehen. Und wo ich ihn dann auf DVD verkauft habe, habe ich ihn weniger mehr angeguckt, weil ich ihn nur auf der digitalen Version gehabt habe. Aber jetzt hier eben natürlich auf Blu-ray endlich geholt und muss echt sagen, dieser Film macht immer wieder Spaß und echt wieder. Hier sehen wir wieder die Kuba-Krise, oder war, das war wirklich echt vom dritten Weltkrieg gestanden und da war die Panikmache wirklich in Ordnung mit Hamsterkäufen, aber jetzt zur Zeit mit dem Coronavirus völliger Schwachsinn, ganz ehrlich, und hier war es auf jeden Fall berechtigt, aber jetzt bei dem Coronavirus, die Menschen werden immer idiotischer, ganz ehrlich. Jo, auf jeden Fall, das war auf jeden Fall schon mal der Montag, der 2. März mit 13 Days und auch danach hatte ich auch wieder Frühdienst gehabt nach diesem Film. Und auch da war ich auch wirklich im Ende. Und ich habe mir dann geschworen, okay, heute mache ich wirklich nichts mehr. War noch dann kurz beim Sport nach dem Frühdienst. Meine Frau hatte dann ihre erste Nacht wieder seit langem immer wieder. Und dachte, okay, ich bringe jetzt die Emma ins Bett und mache mir jetzt eine Badewanne rein mit ein bisschen Distelnadelöl, um mich zu entspannen. Und habe dann dort dabei eine Folge King of Queens angeguckt, die 6. Staffel, Folge 17, ging 22 Minuten, war in der Badewanne gelegen, habe noch ein bisschen Star Trek Picard gelesen im Bett und bin dann schön und gemütlich eingeschlummert um 9:30 und dann war ich auch am nächsten Tag natürlich wieder fit. Und hier King of Queens, immer wieder eine spaßige Serie, können wir mal angucken, 8 von 10 Punkten bekommen von mir diese Folge. Am 4. März habe ich wieder einen normalen Frühdienst gehabt und dann war ich natürlich wieder topfit, ja, keinen Koffeintabletten gebraucht, war richtig fit und abends noch einen, ja, etwas lustigen Film angeguckt und zwar The Voices mit dem guten Ryan Reynolds, hier als etwas verrückten Jerry, der halt eben verschiedene Stimmen hört und hier muss ich echt sagen, Ryan Reynolds natürlich wieder als Jerry eine extrem gute Rolle gespielt. Schon mal eine Zweitsichtung gewesen, der Film ging 104 Minuten und kann nur sagen, ja, natürlich die Katze und der Hund, wo anfangen zu sprechen, ich könnte mich immer wegschmeißen, vor allem die Katze hier als der Teufel dargestellt und dann, was man die Katzen so anguckt, ja, sie sind manchmal wirklich Teufel und ich finde einfach diesen Film auch natürlich etwas witzig, aber jetzt auch kein so ein Film, den man sich immer wieder angucken kann, also der Film bekommt von mir 6 von 10 Punkten, ist auf jeden Fall ein schöner Zeitvertreib und bin trotz alledem bei diesem Film wieder eingeschlafen. Aber wie gesagt, ich habe den Film schon gekannt, von daher war es nicht so ganz dramatisch. Also trotz alledem, auch ein schön blutiger Film manchmal. Und vor allem halt eben die Katze und der Hund mit ihrem extrem schönen schwarzen Humor. Finde ich für diesen Film trotzdem ganz amüsant und kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ja, und dann war es also weit. Am 5. März war ich dann bei unserem Mediamarkt und bei unserem Müller und habe mir da ein Mediabook und ein Steelbook geholt. Wer natürlich auch mal Unboxing das verfolgt hat, der weiß auf jeden Fall auch, was ich mir da geholt habe. Nämlich den Film Parasite. Ja, hier in diesem schicken Mediabook. Und den habe ich ja auch
ihr direkt für euch vor der Kamera angeguckt, also vor euch schon an, einfach mal angucken und habt auch noch meine Meinung dazu gegeben und muss echt sagen, also ich war wirklich positiv überrascht über diesen Film. Ja, auf jeden Fall ein sehr guter Film, wie ich meine Bewertung finde. Da guckt ihr einfach mal vor euch schon an, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken. Ja, der Film geht 132 Minuten und ganz ehrlich, diese Zeit verging wie im Fluge, war meine Erstsichtung hier. Und ja, Bewertung seht ihr auf jeden Fall dann in der Vorhis-Schaut-An-Episode. Jo, am nächsten Tag hatte ich dann meinen Spätdienst gehabt, am Freitag. Und da dachte ich mir, okay, das nächste Seebuch, das ich mir geholt habe, an dem 5. März, kommt auch gleich in den Play, nämlich Star Terme Dark Fate in der 4K-Version. Und was soll ich sagen, die 4K-Version ist hier wirklich echt bombastisch. Hier hat man wirklich ja, sehr gutes Bild, das Tonformat, ja gut, fehlt hier mit Dolby Atmos, aber ganz ehrlich, ist für mich nicht so ganz normal, ich habe eh keine Dolby Atmos Soundanlage zu Hause, aber es wumst auf jeden Fall ganz schön arg, deswegen habe ich auch am Vormittag angeguckt, damit ich auch wirklich aufdrehen kann, war ja in einem Film im Kino in der 4DX-Version und war einfach da ein bisschen enttäuscht von diesem Film. Und ja, jetzt bei der Zweitsichtung muss ich auch sagen, er gefällt mir schon einen Tick besser. Muss ich sagen, der Anfang gefällt mir ganz gut. Okay, der Anfang, also der ganz Anfang, das Intro eigentlich ist wieder Schwachsinn, wie man eben eine besondere Person so schnell abkratzen lässt, ist für mich einfach unverständlich und hat mir einfach auch nicht getaugt. Aber so auch an sich dann der ganze Kampfsequenz und auch die ganzen Special Effects haben schon gepasst. Aber was mir dann wirklich zum Schluss nicht gefallen war, einfach wirklich, dann wirklich der Endkampf eigentlich auch und auch dann vor allem das im Flugzeug war völlig übertrieben. Und das hat mir einfach den Film echt immer noch wieder mies gemacht. Der Film 128 Minuten, habt auch wirklich oft auf dem Handy geguckt, okay, man ist der Film nicht mehr aus. Also da muss ich echt sagen, dieser Film bekommt von mir trotzdem keine bessere Wertung, obwohl ich ihn trotzdem ein bisschen besser finde als im Kino. Aber er bekommt von mir 7 von 10 Punkten. Der ist leider kein so ein Oberburner, wie ich eigentlich gehofft habe. Und war ja für mich auch letztes Jahr auch die Enttäuschung eigentlich mit des letzten Jahres. Aber natürlich als großer Terminator-Fan muss natürlich auch dieser Film nochmal in die Sammlung rein. Ja, trotz alledem, wie gesagt, war für mich trotzdem, bei der Erstsichtung kann man sich mal angucken, aber das war es aber auch schon. Ja, dann war ja mal wieder eine neue Star Trek-Folge online, Star Trek PK, die Folge 7. Die ging 58 Minuten, auch gleich angeguckt, dann gleich um nachts um 0 Uhr. Und was soll ich sagen, ja auch diese Folge war wirklich bombastisch. Hier sind wieder die alten Hautding aus der Next Generation und wer sich nicht gesehen hat, einfach mal angucken, echt genial. Und ich muss echt sagen, ich bin von Star Trek wirklich hin und weg, habe jetzt auch die Vorgeschichte gelesen und muss echt sagen, das Buch hat mir auch sehr gut gefallen, hat zwar ein paar Kritikpunkte auch, aber ja, trotz alledem, hier lernt man ein bisschen die Charaktere noch mehr kennen, vor allem Raffi lernen wir besser kennen und muss echt sagen, also das Buch kann man auf jeden Fall auch mal empfehlen, aber natürlich die Serie gefällt mir extrem gut und bekommt auch wieder hier 10 von 10 Punkten. Und dann nach meinem Spätdienst, wo ich eigentlich auch wieder zum Sport gehen, aber mein Kollege wollte dann nicht mehr und dann bin ich natürlich dann nicht heimgefahren, weil ich war vormittags schon. So, ich Schatz, heute gibt es nochmal einen Film für dich und zwar, ich habe dann noch einmal am 6. März nochmal Paris hat angeguckt mit meiner lieben Frau, denn diesmal habe ich ihn wieder nicht gemacht, wie bei Midsommar sie gleich mit hineinzubeziehen. Ich habe erstmal meine Erstsichtung für mich mal gemacht, um zu wissen, ob dieser Film auch ihr gefallen wird. Und sie hat ihn auch angeguckt und fand ihn auch überragend geil. Und wie gesagt, zweimal diesen Film angeguckt und muss echt sagen, das ist wirklich der Film der Woche. Für mich persönlich und auch hier wieder die 132 Minuten vergingen wie im Fluge. Und jetzt auch schon mal in der ersten Woche schon mal die zweite Sichtung erledigt von Paris. Und ich denke mal, auch das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. So, dann haben wir Samstag gehabt und zwar den 7. März. Und da war meine liebe Emma wieder beim Schwimmkurs und dann wollte meine Frau doch mit ihr zu ihren Großeltern fahren. Denn ich war nachmittags mit meinen Arbeitskollegen in Erlangen, habe eine gute Arbeitskollegin besucht, die uns verlassen hat. Aber vorher dachte ich mir, schaue ich mir mal lieber noch einen langen Film an, bevor ich losfahre, nämlich The Longest Day. Ja, den ich geschenkt bekommen habe vom lieben Christoph. Nochmal herzlichen Dank für das schöne Steelbook hier. Und ja, habt diesen Film angeguckt. Der Film geht 168 Minuten, ist ein Schwarz-Weiß-Film. Und hier geht es eben um die Landung der Normandie,
der Alliierten im Zweiten Weltkrieg am 6. Juni 1944 aus allen verschiedenen Bereichen zu sehen. Luftwaffe, auch die deutsche Wehrmacht sieht man hier auch, natürlich die Amis, Landung der Normandie, also wirklich hier wirklich sehr bombastisch inszeniert mit Originalaufnahmen, auch von noch damals, vom Zweiten Weltkrieg noch. Man sieht es auch, wie es eingespielt war, es ist wirklich sehr gut inszeniert. Hat mir auch sehr gut gefallen. Der einzige Kritikpunkt ist, diesen Film gibt es aber auch in Farbe. Es wurde 1994 restauriert, aber leider gibt es diese Version nicht auf Blu-ray, nicht auf DVD. Sehr, sehr schade, hätte ich mir gern angeguckt, in Farbe auch. Trotz alledem, der Film macht auf jeden Fall Laune. Die 168 Minuten sind vielleicht ein bisschen zäh, denn hier gibt es jetzt keine so extremen Heldentaten, beziehungsweise wie Soldat James Ryan, so extreme Kampfhandlungen wie jetzt in. So drastische Kampfhandlungen sehen wir jetzt hier leider nicht. Aber für die damalige Zeit ist es echt ein bombastischer Film gewesen, auch mit vielen bekannten Schauspielern von damals. John Wayne, auch schon Connery spielte mit als Private. Und hier kann ich echt nur sagen, dieser Film kann man sich auf jeden Fall mal angucken, lohnt sich auf jeden Fall anzugucken. Und bekommt von mir 8 von 10 Punkte. So, dann war ich den ganzen Nachmittag eben in Erlangen bei meiner Kollegin. Und dann dachte ich, war mal recht bald wieder zu Hause. Und meine Frau ist damit bei der lieben Emma mit eingepennt im Zimmer. Haben wir mal geklopft, leider hat sie nicht gehört, aber nicht so dramatisch. Denn dann dachte ich mir, okay, jetzt schauen wir mal eine erste Nummer wieder an, und zwar Die Unfassbare. Und habe ihn eingelegt und ich war so im Arsch, dass ich bei diesem Film komplett eingepennt bin. Und dachte mir, okay, das kann ich mir jetzt nicht mehr antun. Habe dann Star Trek Picard noch gerade zu Ende gelesen und dann war das Thema für mich erledigt und bin kurz vor 11:30 dann eingepennt und habe nicht mehr mitgekriegt, wo dann meine Frau ins Bett gekommen ist und auch die Emma wieder zu mir ins Bett gekrabbelt ist. So, dann am 8. März, also gestern am Sonntag, waren wir mit der lieben Emma noch bowlen mit einigen schönen Nachbarn mit uns. Haben Spaß gehabt, aber ich habe ihr dann letztes Wochenende versprochen, pass auf, Emmerchen, du hast jetzt tierisch wild mit mir angeguckt und tierisch wild fand ich echt extrem furchtbar und jetzt kommt gleich die Emma, also psch, ja, die Emmy kam natürlich gerade wieder rein und ja, zurück zum Thema, Emma, habe ich ihr versprochen, dass wir einen anderen Film angucken, die bessere Version von Tierisch Wild, nämlich Madagaskar. Und ich liebe einfach diesen Film. Davon gibt es auch ein Filmreihenvideo. Da könnt ihr auch gerne mal reingucken. Und ja, der Film geht 85 Minuten. Ist keine Ahnung, wie viel ich schon mindestens für 7, 8 Mal schon gesehen. Und dieser Film macht einfach immer wieder Spaß. Und die Emma hat auch extrem viel Spaß bei diesem Film gehabt. Und sie fand ihn auch wesentlich besser als Tierisch Wild hier. Braucht man nicht gar nicht spulen. Das ist einfach ein richtig feuchtfröhlicher, lustiger Familienfilm für einen Sonntagnachmittag, kann man wirklich sagen, bei verregnetem Nachmittag. Und ich mag einfach diese Filmreihe extrem. Und vor allem, der erste Teil ist wirklich perfekt geeignet für Kinder. Denn Teil 2 und Teil 3 sind ein bisschen gruseliger noch. Aber dieser hier ist einfach schön. Und dieser Film bekommt von mir auch 9 von 10 Punkten. Dann wollte meine Frau noch die neueste Folge von Star Trek Picard sehen, dann haben wir die Folge 7 mal angeguckt. Auch diese Folge hatte wirklich wieder einige Tränen in meinen Augen, was einfach so schön ist, so nostalgiemäßig. Und bekommen wieder 10 von 10 Punkten. Die Star Trek Picard Folge 7 von der ersten Staffel einfach wieder richtig genial. Und ja, aber dann war es endlich soweit. Ich habe es dann nochmal versucht am 9. März, also gestern nochmal, am 8. März, Entschuldigung. Also immer noch gestern. Und zwar jetzt nach Star Trek Picard habe ich mir Die Unfassbaren angeguckt. Now You See Me. Und was soll ich sagen? Dieser Film hat extrem viel Spaß gemacht. Wirklich war hammergeil. War auch meine Erstsichtung. Geht 125 Minuten. Und hier geht es um 4 Zauberer, die wohl eine Bank ausgeraubt haben in Paris. Und dann der Polizeichef oder das FBI versucht dann eben die auf die Schliche zu kommen, wie es denn dazu passieren konnte, dass diese 4 Zauberer eben diese Bank ausrauben konnten. Und dann werden sie Bescheid und natürlich werden dann natürlich noch weitere magische Shows angeboten. Und es ist einfach ein wunderbares Katz-und-Maus-Spiel und man muss echt sagen, ein richtig geiler Film mit auch richtig guter Besetzung und natürlich auch hier Woody Harrelson, dann der Mike Ruffalo,
den wir ja kennen als wie heißt er? Als Hulk. Dann Morgan Freeman, Michael Caine spielt hier mit und Dave Franco, also hier wirklich echt Starbesetzung auf jeden Fall mit dabei und kann auf jeden Fall diesen Film empfehlen. Wer diesen Film nicht haben sollte auf Blu-ray, der kann auch auf Netflix gucken. Da ist auf jeden Fall auch dieser Film mit dabei, auch Teil 2. Und Teil 2 werde ich auch gleich an morgen früh angucken. Also heute früh, wenn es wieder hochgeladen ist, wird dann die Unfassbaren 2 gleich mal auf Netflix angeguckt. Und davon wird es dann auch wahrscheinlich ein Filmreihenvideo geben. Ja, und das waren eigentlich auch schon meine ganzen Filme, die ich jetzt in dieser Woche angeguckt habe, in der Kalenderwoche Nummer 10. Und auf jeden Fall mein Favorit für diese Woche war auf jeden Fall der Film Parasite. Ist auf jeden Fall hier der Film der Woche gewesen. Definitiv, das ist ein so richtig genialer Film, hat mir extrem gut gefallen. Aber wie gesagt, schaut einfach mal Forrest Gump an, Parasite, und dann wird er auf jeden Fall auch erfahren, ob das auch wirklich der beste Film des letzten Jahres gewesen ist oder auch nicht. Ja, das war's von mir und man sieht sich auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss mit Ö und Beep. Und was habt eigentlich ihr jetzt angeguckt? Wenn wir sagen, ja, ist schon recht spät. Ja, schaut in die Kommentare rein, würde mich freuen, was ihr alles angeguckt habt. Und bis bald.